Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Top 5 Klamotten. Ich glaube, jeder hat so seine Lieblingsklamotten, die man über die Jahre hinweg immer am meisten getragen hat. Und weil sich jetzt schon vermehrt Leute gewünscht haben, dass ich mal so eine kleine Klausurtour drehe, habe ich gedacht, passt so ein Format ganz gut, meinen kompletten Kleiderschrank zu zeigen. Es wäre ein bisschen sinnlos. Irgendwann wäre es halt einfach langweilig, wenn ich jedes einzelne Piece zeige, was ich so bei mir habe. Trotzdem weiß ich, dass der eine oder andere schon danach gefragt hat, ob ich mal so ein Video drehen kann. Und da habe ich mir gedacht, mache ich es einfach. Ich habe so ein ähnliches Video auch schon vor knapp einem Jahr gedreht. Dementsprechend wird es vielleicht ganz interessant zu sehen, was sich so verändert hat. Spoiler, ich glaube, aus dem Video ist kein einzelnes Piece mehr dabei. Super, wie eng ich an meine Klamotten gebunden bin. Und ja, ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Wir fangen mit dem ersten Piece an, was für die Leute, die mir auf Instagram und TikTok folgen, auf jeden Fall keine Überraschung mehr ist. Und zwar geht es um meine Yeezy Desert Boots, die ich fast jeden Tag anhabe. 6 von 7 Tagen die Woche habe ich die auf jeden Fall an, eigentlich 7 von 7 Tage. Den habe ich im Mitte, Ende letzten Jahres geholt und seitdem wirklich so oft gerockt, weil die wirklich super Schuhe sind. Die passen auf unfassbar viele Outfits, vor allen Dingen bei Cargohosen bzw. so Parachute Pants kommt die super. Die Farbe ist auch super easy, also beige bzw. generell Erdtöne gehen ja auf echt viele Farben und die sind halt auch noch super komfortabel. Und dementsprechend war das für mich der perfekte Schuh im Herbst, Winter und jetzt im Frühling auch noch. Für den Sommer könnten die leider ein bisschen zu warm werden, auch wenn ich die ehrlich gesagt da liebend gerne tragen würde. Ich bin auf jeden Fall auch nicht der Einzige, der die so feiert. Also auf TikTok und Instagram habe ich extrem viele Leute gesehen, die den getragen haben, die den weiterempfohlen haben und so weiter. Und es ist halt auch wirklich ein super Schuh. Also falls ihr irgendwann mal einen Boot sucht, dann kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Kurz zum Sizing. Ich trage normalerweise 44. In Deni habe ich eine 45, ein Drittel. Man muss auf jeden Fall mindestens eine Size abgehen, weil die wirklich klein ausfallen. Das heißt, habt das auf jeden Fall im Hinterkopf, falls sich einer von euch die holen möchte. Weiter machen wir mit einem von 2 Hoodies in dem Video hier. Und zwar erstens hier dieser Systemic Kira Hoodie in diesem blauen Colorway. Ich glaube, das ist der erste Hoodie, den Systemic jemals rausgebracht hat. Damals, ja gut, was heißt damals? 2021 wurde die Marke, glaube ich, gegründet. Da war die Marke noch komplett neu. Das weiß ich noch ganz genau. Da wusste man nicht so wirklich, kann man der Sache jetzt trauen. Mittlerweile weiß man, das ist eine etablierte Brand. Man weiß ein bisschen mehr über die Leute, die dahinter stehen. Das sind Jason und Tuhan. Beides unfassbar inspirierende Persönlichkeiten. Falls ihr mal Inspos nach Outfits oder generell Style-Technik sucht, checkt ihr auf jeden Fall auf Instagram aus. Und ja, da habe ich mir damals unter anderem auch hier diesen Pulli bestellt. Muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich ihn damals überhaupt nicht gefühlt habe. Als ich ihn zum ersten Mal anhatte, habe ich gedacht, was ist das denn? Der war mir viel zu cropped. Damals habe ich das noch nicht so gefühlt. Hab mich dann immer mehr ein bisschen da reingefuchst und hab den ab und zu getragen, dann aber auch irgendwie wieder aus den Augen verloren. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man so einen Pulli irgendwie im Schrank, in der hintersten Ecke vom Schrank verliert und dann für so ein halbes Jahr gar nicht mehr anzieht. Und dann irgendwann habe ich den wieder entdeckt. Und seitdem trage ich den Pullover wirklich so unfassbar gerne. Ich finde diese Farbe, dieses Blau, das kommt super stark. Man kann es natürlich nicht zu allem anziehen, aber wenn man es dann gut kombinieren kann, dann kommt es wirklich super krass. Der Fit ist auch eine 10 von 10, also ist wie gesagt sehr cropped. Vorne drauf nicht zu viel und nicht zu wenig mit diesem Artwork, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend wirklich einer der wenigen Hoodies, dem ich eine glatte 10 von 10 geben würde. Qualitativ auch super, also ich habe den jetzt wie gesagt jetzt schon seit 2 Jahren knapp, ne? 1,5 bis 2 Jahre wirklich oft getragen und ihr seht, der ist immer noch in einem super Zustand. Also farbtechnisch ist da noch gar nichts abgegangen, wenn ich jetzt mal so rumgucke. An der einen oder anderen Stelle ist da bestimmt eine Stelle, die ein bisschen heller ist, als ich die neu bekommen habe. Das kann ich jetzt natürlich nicht bewerten, aber wirklich, das ist mit Abstand einer meiner Lieblingshoodies. Und dann machen wir weiter mit einer Hose, beziehungsweise eigentlich mit 2 Hosen, die ich seitdem ich sie gekauft habe, wöchentlich mindestens einmal anziehen muss. Egal bei welchem Wetter. Ich habe sie wirklich jede Woche mindestens einmal angehabt, seitdem ich die habe. Die wird auch vielen von euch was sagen. Und zwar geht es um die Transvision Bondage Cargo 2.0, die seitdem die rausgekommen ist, wirklich, ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, die beste Essential Cargo ist, die man sich kaufen kann. Also qualitativ 10 von 10, Fit 10 von 10, Stoff 10 von 10. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Die Hose ist wirklich super. Ich glaube, ich muss auch niemand mehr überzeugen. Die meisten, die das Video hier sehen, werden wissen, dass die Hose wirklich eine 10 von 10 ist. Und die, die es nicht wissen, die müssen sich da selber noch von überzeugen. Mein persönlicher Favorite ist, glaube ich, der beige Colorway. Den trage ich doch noch mal ein bisschen öfters als den schwarzen. Den schwarzen kann ich euch jetzt gerade hier nicht zeigen. Ich blende euch zwar Fotos ein, aber die schwarze ist gerade in der Wäsche. Transvision ist ja generell eine der besten deutschen Streetwear-Marken, würde ich gerade sagen. Also neben Systemic wüsste ich gerade niemanden, den ich so krass auf der 1 sehen würde. Im nächsten Video wird es auch um die gehen. Ich bin nämlich am Wochenende in Berlin beim Pop-Up. Da wird es auf jeden Fall ein, wenn nicht sogar 2 Vlogs geben, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Seid auf jeden Fall gespannt. Wirklich ein super Piece, was fast schon ein Essential in jedem Kleiderschrank ist, wenn man Cargos trägt. Hier zur Größe, ich bin 1,74, ich trage hier M, genauso wie in dem Hoodie von eben auch. Hier muss ich aber sagen, ich habe relativ lange Beine, das heißt, wenn ihr vielleicht genauso groß seid wie ich, aber ein bisschen kürzere Beine habt, dann würde ich euch eine S empfehlen, weil die schon sehr lang fittet und halt auch dafür gemacht ist, dass sie stackt. Dementsprechend
sollte man da nicht einen zu oversized Fit nehmen. Und damit kommen wir zu den zwei letzten Pieces, die beide auch, wie die anderen Sachen auch, in meinen Favorites sind, weil die sehr nice aussehen, aber auch, weil ich dazu eine emotionale Verbindung habe. Und zwar geht es einmal um meinen Sissy New York Hoodie. Die aktiven Vloggucker werden sich daran erinnern, den habe ich mir letztes Jahr im Sommer in New York gekauft, in meiner ersten Reise, die ich alleine bzw. mit einem Kollegen, liebe Grüße an Luca an der Stelle, bestritten habe. Dementsprechend ein sehr, sehr schönes Erinnerungsstück. Dann natürlich von Sissy immer noch einer meiner Lieblingsbrands im Streetwear-Bereich. Ich habe ja auch gerade hier das Amsterdam-T-Shirt an. Ist ein City-Exclusive, das heißt, das bekommt man nur in New York. Wenn man in den Amsterdam-Store geht, dann findet man zum Beispiel Stussy Amsterdam-T-Shirts oder Hoodies. Wenn man in London in den Store geht, dann findet man einen London-Sweater. Wenn man in Seoul, ich glaube, ich verstehe das Prinzip, ich muss jetzt nicht nochmal weiter erklären. Und wie gesagt, hier den habe ich halt aus New York gekauft, dementsprechend auch ein bisschen rare, das Piece. Ich bin eigentlich nicht so der Fan, wenn man sagt, ja, das ist cool, weil das selten ist. Aber hier, muss ich schon sagen, spielt es auch ein bisschen mit rein. Ansonsten ist es halt einfach einer der besten grauen Basic-Sweater, die ich so hatte. Also der fittet perfekt. Ich habe ihn das heißt abgenommen, muss ich sagen. Ich finde den vor allen Dingen nice, wenn man den sehr gut croppen kann. Das heißt, man kann den Bund unten einschieben. Das hält den kompletten Tag und dadurch wird der Fit nochmal optimiert. Der ist schön warm, den kann man immer schön drüber ziehen. Jetzt vor allen Dingen im Frühling werde ich den auf jeden Fall auch oft rocken, ohne dann noch eine Jacke drüber zu ziehen, weil der echt dick ist. Hier, wie gesagt, ich bin das heißt abgegangen. Das heißt, hier trage ich L. M wird mir an sich auch passen, aber die Sissy-Sachen gehen beim Waschen immer ein bisschen ein und dementsprechend war ich ja schlau und habe eine Größe genommen. Und beim letzten Piece handelt es sich um Schmuck und zwar um hier diese Kette, die hatte ich schon das ganze Video an. Irgendwie über die Zeit habe ich so einen kleinen Aberglauben entwickelt, dass es so eine Art Glücksbringer für mich ist. Die habe ich mir nämlich letztes Jahr an irgendeinem Strandstand im Urlaub gekauft. Ihr könnt es hier sehen, das ist so ein Anhänger mit einem Auge. So einen Glücksbringer haben wahrscheinlich sehr viele von euch. Ansonsten gibt es zu der Kette eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich habe die damals geholt, weil ich in New York gesehen habe, dass irgendwie jeder, der ein cooles Outfit anhatte, unter dem Outfit so verschiedene kleine, feine Goldketten anhatte und dann auch immer mit so Anhängern. Da wollte ich mich auch irgendwie ausprobieren, will bzw. kann mir dann aber am Anfang auch nicht direkt irgendwelche Goldketten kaufen und habe mir dann gedacht, komm, hole ich mir irgendwelchen Modeschmuck. Ich wollte aber trotzdem irgendwas Einzigartiges haben, was vielleicht nicht direkt jeder nachkaufen kann und habe mich dann für die hier entschieden, die ich, wie gesagt, an irgendeinem random Stand im Hafen gekauft habe. Das war gar nicht am Strand, ich hatte ja jetzt am Strand, das war am Hafen und bin seitdem sehr zufrieden mit der. Was ich hier auch sehr cool finde, ist, dass die Kette nicht so aus klassischen Links besteht. Das sind nochmal so kleine Mini-Perlen. Ich finde, das sieht ganz nice aus und matcht halt auch sehr gut mit den Perlenketten, die ich eigentlich auch fast jeden Tag anhabe. Habe ich immer an, wenn ihr darauf achtet, habe ich wirklich auch fast jeden Fitback an. Mal unterm T-Shirt, mal über dem T-Shirt. Und das war so die kleine Story dazu. Und viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Das war's mit meinen Klamotten. Wie gesagt, ein kleiner Einblick in meinen Kleiderschrank. Es macht wirklich nicht so viel Sinn, wenn ich euch den kompletten Kleiderschrank vorstellen würde. Wenn ihr aber trotzdem ein Part 2 sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Ich könnte euch zum Beispiel meine besten Basics vorstellen. Irgendwas in die Richtung, da findet man auf jeden Fall eine Lösung. Lasst mir natürlich auch sehr gerne, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr meine Pieces findet. Und vielleicht habt ihr ja auch das ein oder andere Lieblingspiece, was ihr aus welchem Grund auch immer gerne tragt. Teilt das auch gerne in den Kommentaren, da kann man noch ein bisschen Inspo holen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielleicht sehe ich auch den einen oder anderen von euch in Berlin beim Pop-Up von Trendvision. Ich glaube, das wird sehr, sehr wild. Das wären auch sehr, sehr coole Vlogs. In der Beschreibung findet ihr auch alle meine Socials, das heißt Instagram, Twitch etc. Checkt das gerne aus. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.